Guten Morgen, ihr Lieben, beziehungsweise es ist auch schon wieder Mittag. Meine Pläne für heute? Ich wollte heute gerne nach Camden Town rüberschauen. Ich glaube, heute sind auch relativ viele Sonntagsmärkte, also vielleicht schaue ich erstmal, ob hier bei mir in der Nähe soll eigentlich auch einer sein. Mal gucken, ob der noch läuft, ob ich mir da noch irgendwie einen Kaffee und was zu essen hole. Und dann wollte ich eigentlich nach Camden Town rüber. Und da gibt's zwei Läden, die ich auf jeden Fall ansteuere. Und ansonsten möchte ich ein bisschen durch die Gegend laufen. Ich hoffe so ein bisschen, dass das dann nicht auch so affenvoll ist. Wahrscheinlich schon, weil es ja auch eine sehr touristische Gegend ist. Genau, das ist mein Plan für heute. Ja, dann werde ich jetzt mal in den Tag starten. Es ist super schönes Wetter. Es ist sonnig, blauer Himmel. Es ist angenehm warm, nicht zu warm. Also T-Shirt und Sandalenwetter, aber nicht so, dass man irgendwie total sweaty unterwegs ist. Genau perfektes Reisewetter für einen Städtetrip. Ach, mir geht's so gut. Ich freue mich so. Bis später. Ich bin nochmal zurück im Airbnb. Also vergesst, was ich gesagt habe mit perfektem Wetter und man schwitzt nicht so. Es ist affenwarm draußen. Also es sind mittlerweile, glaube ich, auch schon 23 Grad. Und die Sonne knallt, als wären es irgendwie fast 30 Grad. Puh, also ich bin nochmal kurz zurück. Habe jetzt mal auf eine kurze Hose gewechselt. Ich war echt nicht lange draußen. Bin einmal da bei diesem Markt gestanden, habe mir noch einen Eiskaffee geholt. Aber ich glaube ohne Mist, dass ich schon einen Sonnenbrand auf der Stirn bekommen habe. Und dabei mache ich mir jeden Morgen Lichtdosfaktor 50 drauf. Das habe ich jetzt nochmal gemacht. Ich dachte mir, wenn die Sonne jetzt den ganzen Tag noch so ballert und auch die nächsten Tage vielleicht noch, dann brauche ich was für den Kopf. Und ich habe zu Hause, ich bin auch dran vorbei. Ich dachte, nimmst du ein Cap mit? Und dann dachte ich mir so, meistens hast du es dabei und dann setzt es nie auf. Und ich wollte halt echt keinen unnötigen Kram mitnehmen. Also habe ich es zu Hause gelassen und jetzt bereue ich das gerade. Jedenfalls gab es an meiner Straße gleich so einen Pfundladen, also wie so ein Dollar-Store. Ich glaube, so einen kleinen Krimskramsladen mit Billigkram. Und ich bin mal schnell rein und habe geschaut, ob die ein Cap haben. Ich habe eins gefunden. Es ist vielleicht nicht das Geilste, aber ich glaube, es erfüllt seinen Zweck für die Tage. Es hat auch nur 2,50 Pfund gekostet. Ich glaube, das kann ich verkraften. Da würde ich hoffentlich keinen Sonnenstich bekommen. Also das wird jetzt der Look für draußen. Kurze Hose, Cap. Und ich hatte auch generell viel zu viel dabei. Ich habe ja irgendwie dann meine Tasche nochmal mitgenommen mit Zeugs und ich fühle mich einfach nur wie ein Tourist, was ich auch bin. Aber ich sah auch wirklich so aus. Habe jetzt nochmal ein paar Sachen rausgeschmissen. Ich will heute, glaube ich, eh nicht ganz lang unterwegs bleiben. Und dann geht's nach Camden Town. Wirklich. You say you waited for hours. What if I told you? What if I told you? You know, see you tomorrow. Say your last goodbyes. I never take what you say from the bottle. Looking sideways, but how am I the one to blame when you're distorting pictures? Calling my name. Looking sideways, but how am I the one to blame when you're distorting pictures? Calling my name. I see what's next through details and texts, and they see me stressed. Less I give, less I give. Hello.
ihr Lieben, ich bin schon wieder zurück im Airbnb. Also was heißt schon wieder, es ist ja auch, ich glaube um 6 abends war ich zurück im Airbnb. Ich bin ja heute nach Camden Town gefahren, das hat aber auch erstmal ewig gedauert, weil hier in meiner Region, also in dem Park, der hier in der Nähe ist, war heute so ein kleiner Marathon, was ein kleiner Marathon, kein kleiner Marathon. Und deswegen waren halt einfach irre viele Leute hier und die wollten halt alle auch zur gleichen Zeit mit der Subway, mit der Overground irgendwie wieder zurückfahren. Die war einfach richtig, richtig, richtig affenvoll. Ich habe mich da so übelst reingequetscht. Also man hätte auch gar nicht umfallen können, weil einfach alles vollgestopft war. Ja, jedenfalls bin ich dann einfach in Camden Town angekommen. Aber natürlich ist das auch ein absoluter Touri-Hotspot. So. Also das hat sich ja auch, ich war das letzte Mal vor 5 Jahren war ich nochmal da. Und ich war mit Freunden vor, weiß ich nicht, 10 Jahren da oder so. Und da hatte das noch irgendwie einen anderen Charme, muss ich sagen. Das ist ja jetzt echt eine übelste Shoppingmeile oder whatever so. Ja, war mir dann auch einfach ein bisschen viel. Ich habe aber 2 Läden angepeilt, die ich da gerne sehen wollte in der Gegend. Und das war einmal The Works. Das ist so ein Laden, der so, warum auch immer, vergünstigt Bücher, aber auch generell Schreibwaren und alles sowas verkauft. Und die haben halt tippitoppi Bücher für einen Wahnsinnspreis. Und eins habe ich natürlich auch mitgenommen. Ich dachte erst, ich bleibe vernünftig, aber Elsie Silvers Wild Love hat es endlich geschafft, mich zu überzeugen. Es rennt mir schon eine ganze Weile hinterher. Ich hatte schon vor einiger Zeit, als ich in Berlin war, hatte ich eigentlich schon vor, das Buch zu kaufen. Und dann gab es aber im Laden nicht. Und dann war ich so, wie, na gut, war vielleicht auch ein Zeichen, solltest du nicht kaufen. Und dann war das ja letztens schon auch beim Waterstones mit in der Aktion für den halben Preis. Aber ich dachte mir so, nein, 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 nein. Ich habe ja erst die ganze Flawless-Reihe, die ganze Chestnut-Spring-Reihe von Elsie Silver gekauft fürs Kind. Reicht jetzt. Und dann komme ich da aber heute in den Laden und es springt mir wieder direkt ins Gesicht und sagt, jetzt kauf mich doch endlich. Ich bin gesenkt, ich koste nur noch 5,50. Und ich dachte, ach komm, wenn du es so unbedingt möchtest, dann nehme ich dich jetzt mit. Nein, die Story klingt aber auch ganz gut. Deswegen habe ich es mitgenommen. Also wirklich krass, wenn ihr in London seid und Bücher kaufen möchtet, geht am besten als allererstes in diesen Laden, weil die haben auch echt aktuelle, also relativ aktuelle, also das ist ja sehr aktuell noch, das Buch, super aktuelle Bücher. Die hatten auch die komplette Chestnut-Serie von Elsie Silver dort. Da hätte jedes Buch nur 2,50 gekostet, beziehungsweise war das in so einer Aktion, dass wenn man 3 Stück kauft, man nur noch 6 € bezahlt und dann würde man ja für 12 € halt einfach mal 6 Bücher mitnehmen. Das ist ja Pfund. 6 Bücher mitnehmen, das ist ja Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Also es gab auch die ganze L. Kennedy-Reihe oder auch Fourth Wing und Iron Flame waren da. Also echt begehrte Bücher, muss ich sagen. Auch ganz viel Thriller-Bücher und alles. War ich echt begeistert. Hab auch erst mit dem Gedanken gespielt, mir die Cruel Prince-Trilogie zu holen. Aber die habe ich auf Deutsch auf dem Kindle und ich dachte mir, das macht jetzt keinen Sinn. Das macht jetzt keinen Sinn. Und dann wollte ich noch in den Mumin-Laden. Da war ich mich auch mal vor ein paar Jahren drin und den fand ich sehr schön, weil ich liebe die Mumins. War aber da in dem Laden komplett vernünftig, weil ich habe eigentlich schon super viele Emaille-Tassen davon, die ich sammle und auch keinen Platz mehr an der Wand, um noch eine weitere anzuhängen. Deswegen war ich vernünftig, habe nur geschaut, bin dann wieder raus. Und dann kam so ein kleiner Urlaubsdowner über mich, so ein kleiner Hänger. Habe mich irgendwie super müde gefühlt und wahrscheinlich auch durch den Tag Sonne ein bisschen erledigt. Eigentlich hat alles mir gesagt, Mensch, du hast in deinem Airbnb auch eine ganz schöne Terrasse und da fällt abends das Sonnenlicht drauf. Deswegen dachte ich, ich fahre jetzt nach Hause zum Airbnb, mach mir einen Kaffee, setze mich auf diese Terrasse hier und lese ein wenig. Ich habe auch schon im Bus gelesen, da habe ich in Rosewater angefangen, habe da das erste Kapitel gelesen. Muss aber sagen, das ist ein bisschen ähnlich zu dem Dolly Alderton Buch, was ich ja gerade erst als Hörbuch gehört habe. Also so mit 20s Woman, die so ein bisschen versucht, ihr Leben auf die Kette zu bekommen. Und oh, ich war gerade nicht so richtig in der Mut dafür. Deswegen habe ich so ein kleiner Romance-Safe Space hier gewählt. Aber merke, dass mein Gewissen ganz schön klopft und sagt, ey, hör mal, du hast gerade echt so viele Bücher angefangen. Willst du jetzt wirklich noch eins anfangen? Und deswegen kribbelt es mir auch gerade in den Fingern, bei Magnolia Parks gerade weiterzulesen. Also ich mache gerade extremes Buchhopping hier und lese überall nur ein Kapitel. Ich glaube, ich werde jetzt hier noch ein bisschen sitzen und werde mal noch bei Magnolia Parks weiterlesen. Und dann werde ich heute zum Abendbrot, glaube ich, hier um die Ecke gehen. Hier gibt es nämlich so einen übelst geilen Rahmladen. Das sah sehr gut aus. Ich finde auch generell ist diese Gegend hier super mit Cafés und Restaurants. Also kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich lese jetzt mal weiter. Ich bin wieder zurück. Ramen essen war sehr lecker, aber sehr gute Neuigkeit. Für mich, ausschließlich für mich. Rosewater, was ich ja gerade auch vorhin angefangen habe, im Bus ein Kapitel zu lesen,
ist als Hörbuch bei BookBeat vorhanden. Das heißt, wenn ich morgen irgendwie noch unterwegs bin, für morgen steht nochmal ein bisschen rumbummeln und vielleicht auch ein Museum auf dem Plan, kann ich nebenbei das Hörbuch hören. Das hat mich richtig doll gefreut, als ich das gerade entdeckt habe. Ansonsten, ich weiß nicht warum, aber wenn ich Asiatische gegessen habe, habe ich danach immer übelst Bock auf was Süßes. Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich immer so. Ich war jetzt nochmal kurz in dem Supermarkt hier um die Ecke und habe auch ein bisschen nochmal was für morgen früh geholt. Ja, jedenfalls habe ich mir da gerade noch ein Brookie gekauft. Das ist ein Brownie-Cookie. Habt ihr sowas schon mal probiert? Bitte macht das unbedingt. Ich weiß noch nicht, wie der schmeckt, aber ich habe schon zweimal so einen Brookie probiert und die sind richtig gut. Richtig gut. Die Mischung aus einem Cookie und einem Brownie. Perfekt. Mikro vergessen. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, probiert mal einen Brookie. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Schmeckt sehr gut. Auf jeden Fall war das heute echt die richtige Entscheidung, vorhin zu sagen, ab nach Hause. Kaffee trinken, chillen in der Sonne und einen ruhigen machen. Das hat irgendwie richtig dolle geholfen. Also mir geht es auch jetzt schon wieder viel, viel, viel besser. Brauchte, glaube ich, einfach mal eine kleine Pause. Ist auch einfach immer ein bisschen viel so in so einer Stadt zu sein. Und ich glaube auch immer viel nicht so in seiner gewohnten Umgebung zu sein. Das macht irgendwie auch immer noch mal was mit einem. Ich überlege mal, wie ich jetzt noch chille und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag. Das heißt, heute Abend ist endlich die Lesung mit Coco Mellers und ihrem neuen Buch Blue Sisters. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Oh, ich hasse das, wenn ich morgens, also ich werde jetzt halt in die Stadt fahren und ich werde den ganzen Tag da bleiben bis heute Abend. Das heißt, ich muss auch jetzt schon wissen, was ich irgendwie heute Abend alles dabei haben möchte und anziehen möchte vor allem. Und sowas macht mich ja mal ein bisschen fertig, wenn ich das alles morgens schon wissen muss. Es macht halt keinen Sinn, zwischendurch nochmal nach Hause zu fahren, weil die Busstrecke eine Stunde dauert. Das würde heißen, ich würde eine Stunde nochmal herfahren, um dann nochmal eine Stunde hinzufahren. Da würden mir 2 Stunden flöten gehen. Das macht ja keinen Sinn. Aber jetzt erstmal nochmal einen Kaffee holen. Und heute werde ich wahrscheinlich nochmal an das Café gehen, wo ich auch am ersten Tag war, weil ich das echt süß finde. Das ist der Plan. Hier sieht es auch gerade die ganze Zeit aus wie Chaos, weil ich einfach alles durchprobiert habe nochmal, was ich dabei habe. Weil das Outfit, was ich eigentlich geplant hatte, heute anzuziehen, das fühle ich gerade nicht mehr so richtig. Und das ist auch, glaube ich, heute tagsüber ein bisschen zu warm, um das anzuhaben. Deshalb bin ich nochmal spontan alles durchgegangen und ziehe jetzt das an, was ich gefühlt eigentlich gerade sowieso jeden Tag anhabe. Also ich glaube, ich hätte ja sowieso nur irgendwie 2 Outfits mitbringen müssen. Das hätte eigentlich gereicht für die Tage, weil ich gerade irgendwie immer den gleichen Look fahre. Aber da fühle ich mich halt auch wohl, von daher ist das auch, geht das voll klar. Ich glaube, ich räume immer noch auf, das macht mich sonst ein bisschen wahnsinnig, dass das hier so chaotisch aussieht. Alright. Ich sitze gerade auf einer wunderschönen Dachterrasse, die auch noch kostenlos ist. Und zwar ist das auf dem Postgebäude, Postbuilding, The Postbuilding, glaube ich. Und hier gibt es quasi so eine Dachterrasse, auf die man einfach kostenlos hoch kann. Und das habe ich irgendwie, glaube ich, gestern bei Pinterest noch gefunden, den Tipp. Und das Gebäude ist nämlich ganz in der Nähe von dem Gebäude, wo die Lesung gleich stattfinden wird. Und dann laufe ich 10 Minuten darüber. Ich freue mich gerade so übelst, dass ich das gefunden habe. Also, dass das auch alles so unkompliziert war und dass es auch gleich in der Nähe war von der Lesung heute Abend. Und es ist super ruhig hier oben. Es sind echt nicht viele Leute da. Ich weiß nicht, ob ich einfach eine gute Zeit erwischt habe oder ob das
noch so ein kleiner Tipp ist, den keiner richtig kennt, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn ihr in London seid, einfach mal auf diese Dachterrasse hoch. Es gibt unten so einen kleinen, wie so einen kleinen Check-in. Also ihr müsst einmal kurz eure Sachen scannen lassen und ihr dürft kein Essen und Trinken mit hochnehmen. Und ihr müsst euch einmal ausweisen. Und dann könnt ihr aber auch schon hochgehen. Da gibt es auch Toiletten, die auch kostenlos sind. Finde ich auch mal wichtig. Dann kann man hier eigentlich auch ganz gut sitzen und die Zeit genießen. Also großer Tipp von mir. Und gleich geht's los. Ich hatte eigentlich noch versucht, noch das Buch von Liv Little vorher auszulesen, bevor ich sie heute treffe. Sie führt ja diese Konversation mit Coco Mellers und ich dachte mir, es wäre richtig cool, das Buch noch zu schaffen, aber mir fehlt noch, ja gut, sind schon noch 75 Seiten, die hat man jetzt nicht ganz so schnell weggelesen. Die werde ich wahrscheinlich heute Abend auf dem Weg noch nach Hause lesen und ich muss echt sagen, ich bin so dankbar, dass ich das als Hörbuch gefunden habe. Ich hätte es im Leben nicht geschafft, jetzt hier noch so viel zu lesen. Generell waren jetzt auch für diesen dritten Trip einfach Hörbücher absolutes Gold, weil dadurch habe ich halt die Möglichkeit, irgendwie hier Sightseeing zu machen und umherzulaufen. Also es geht um Elsie. Elsie ist Londonerin, sie ist Schriftstellerin und ihr Leben gerät ihr gerade so ein bisschen aus den Fugen, weil ihre Wohnung wird ihr gekündigt und sie verliert auch noch ihren Job. Und ja, ihre einzige Möglichkeit ist es, dass sie bei ihrer alten Schulfreundin und ältesten Freundin unterkommt. Und das tut sie auch erstmal und da hängt vielleicht auch so ein bisschen was in der Luft zwischen den Beinen, warum die sich jetzt auch eine Weile nicht gesehen haben. Auf jeden Fall finde ich es einfach super spannend, weil sie auch hier in London spielt und so. Also ich habe mir ja gezielt ein paar Sachen noch rausgesucht, die vielleicht auch sehr gut passen könnten für den Urlaub. Und es ist schon ganz gut, aber irgendwie so richtig mitreißen tut es mich auch nicht. Ja, aber ich bin auch noch nicht ganz am Ende. Ich bin noch gespannt, wie sich das zu Ende fädelt. Genau. Und gleich geht's zu Coco Mellers. Dann gibt's ein neues Buch. Ich bin echt gespannt. Ich bin einfach echt gespannt. Der letzte Tag in London. Ja, wundert euch nicht, ich habe Haare gewaschen und hier gibt es leider keinen Föhn, deswegen sehe ich ein bisschen aufgepufft aus. Kann ich jetzt erstmal nicht ändern, muss ich jetzt erstmal mitleben. Es ist jetzt Dienstag, morgen früh fliege ich wieder zurück. Es ist also mein letzter ganzer Tag hier. Ja, eigentlich habe ich soweit alles abgehakt, was ich machen wollte. Außer eine Sache, die habe ich mir jetzt für heute aufgehoben und zwar wollte ich nochmal ins British Museum gehen. Ich werde das erst nochmal schön frühstücken. Und dann werde ich da wieder mit dem Bus oder Bahn hinfahren. Heute ist das Wetter auch nicht so schön. Ich würde sagen, vom wettertechnisch ist heute fast der schlechteste Tag, obwohl es regnet noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall bewölkt und ein bisschen kühler. Ist aber auch voll fein. Also auch perfektes Wetter, um einfach ins Museum zu gehen. Ja, ich starte jetzt mal in den Tag, ihr Lieben. Und dann hören wir uns einfach später wieder. Ach so, Quatsch. Ich wollte euch ja updaten wegen Coco Mellers gestern. Ja, es war eine super schöne Lesung. Also eine Stunde lang ging der Talk. Es wurden hier so ein paar Fragen gestellt und so. Coco Mellers ist einfach eine super sweete, hübsche, charismatische und auch witzige Person und hatte auch so ein wahnsinnig tolles Glitzerkleid an. Total die Erscheinung, dass sie einfach so präsent ist in diesem Raum. Wunderschön. Ich habe richtig tolle Lust auf dieses Buch. Okay, ich habe die Haare hochgemacht in der Hoffnung, dass sie sich jetzt mal ein bisschen legen. Und da ist es, das wunderschöne Stück. Blue Sisters, sie hat es mir auch echt richtig süß signiert. Ich hatte ihr nämlich auch erzählt, dass ich extra aus Deutschland angereist bin für die Lesung und sie hat mir noch reingeschrieben, Enjoy London, you deserve it. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, war aber auf jeden Fall ein sehr schöner Abend gestern und jetzt genieße ich meinen letzten Tag hier in London. Also London verabschiedet sich auf jeden Fall heute mit Regenwetter von mir, aber das finde ich auch irgendwie ganz schön. Also das Wetter ist ja trotzdem nicht zu kalt, es ist angenehm mild, also ich kann hier trotzdem draußen sitzen und genieße jetzt erstmal mein Frühstück. Das ist ein Cinnamon Bun und das ist einfach nur monströs groß. We'll be right back.
ich bin auf jeden Fall gut angekommen am Flughafen. Das hat alles ziemlich gut geklappt. Ja, vielleicht noch zu dem Tag gestern. Es hat ja den ganzen Tag gestern geregnet. Es war also echt auch der perfekte Tag, um ins Museum zu gehen. Aber ich habe witzigerweise, war ich erstmal im falschen Museum. Ich habe ja immer bloß auf der Karte halt British Museum gesehen. Ich dachte, ja cool, das ist auch das mit den Dinos und den Skeletten und so. Und bin da halt rein, habe mir mein kostenloses Ticket da gebucht und bin halt so drin und dachte mir so, wo ist denn jetzt hier der Dino? Wo ist denn jetzt dieses Riesenskelett? So, das will ich doch sehen. Und dann habe ich schon gesehen, dass es halt alles sehr geschichtlich eben ist. Und ich dachte mir dann schon so. Und dann hat es mir langsam schon gedämmert, dass ich vielleicht doch einfach nicht im richtigen Museum bin und dass solche Skelette und Dinos ja meistens im Naturkundemuseum ausgestellt werden. Und dann habe ich nochmal auf die Map geguckt und habe gesehen, dass ich im falschen Museum bin. Genau, aber ich hatte ja noch Zeit. Bin dann einfach nochmal rüber zum anderen gefahren. Wie gesagt, ich hatte Zeit, es hat eh nur geregnet und die Museen sind kostenlos. Und dann bin ich da noch schnell hin und habe da noch eine Runde gedreht und hatte dann noch einen längeren Call mit einer Freundin. Das war auch ganz schön. Wir haben nämlich uns noch austauschen wollen über das erste Buch von Coco Mellers, Kleopatra und Frankenstein. Und das haben wir dann noch gemacht. Und dann ab in die Unterkunft und habe gepackt. Genau, jetzt bin ich am Flughafen und es geht nach Hause. Und ja, es war soweit auf jeden Fall echt ein richtig cooler Trip. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gemacht habe. Klar, die Lesung von Coco war ein Highlight, aber ich muss auch echt sagen, dieses Theaterstück, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil das hat mir einfach so krass gut gefallen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich merke immer noch, wie das nachklingt, wie mir das einfach so viel Freude immer noch irgendwie macht, daran zurückzudenken. Also für mich ein totales Highlight gewesen. Ja, was habe ich gelesen in der Zeit? Also ich habe Dolly Alderton, Everything I Know About Love, habe ich komplett als Hörbuch durchgehört. Dann habe ich von Liv Little, Rosewater gelesen und gehört. Also ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, das alles zu lesen, wenn ich es nicht auch gehört hätte. Dann habe ich immer ab und zu mal gelesen in Magnolia Parks, Into the Dark, dem letzten Band. Und ich habe, ich lese aktuell gerade noch in If We Were Villains von M.L. Rio. Das werde ich jetzt auch gleich auf dem Flug noch weiterlesen. Und ich habe auch gestern noch bei Bridgerton weitergehört im Hörbuch, bis meine BookBeat-Stunden aufgebraucht waren. Da fehlen mir jetzt, glaube ich, auch nur noch so 25%, also das letzte Viertel vom Buch fehlt mir noch. Auf jeden Fall fand ich sehr schön London passende Bücher, deren Story in London stattfindet oder die Autoren aus London oder England kommen oder auch die im weitesten Sinne irgendwie für mein Empfinden zu London gepasst haben zu lesen, hat echt richtig Spaß gemacht. Das fand ich irgendwie ganz cool, das so zu machen. Und auf If We Were Villains habe ich einfach auch richtig, richtig dolle Bock, seitdem ich im Theater war und mir das Stück angeguckt habe. Und habe auch mich auf der Seite danach super lange belesen, was auch die ganzen Darsteller angeht und so. Und ich bin ja auch immer so ein Fan von diesem ganzen hinter den Kulissen Backstage-Zeug und werde mir da bestimmt mal noch das ein oder andere Video angucken. Aber jedenfalls hat mir das auf jeden Fall noch viel mehr Lust gemacht. If We Were... Das wird nichts mehr. Es wird einfach nichts mehr. If We Were Villains zu lesen. Deswegen bin ich da gerade sehr into it. Ich kann ja mal gucken, ich lese gerade immer ein bisschen auf meiner Handy-Kindle-App, weil die einfach gerade sehr viel schneller parat ist. Ja, ich bin noch nicht weit drin. 13%, Seite 64. Ja, Buchcount, also angekommen bin ich mit 0. Ich habe nur mein Kindle mitgenommen und zurück fahre ich mit... Ja, da kann ich euch gleich noch was beichten. Ich fahre zurück mit 6 Büchern. Und ich glaube, ich bin jetzt scheinbar finally in the book bubble angekommen. Ich habe nicht was gemacht, was ich eigentlich so noch nie gemacht habe. Ich habe mir ja Coco Mellers Ausgabe signieren lassen an dem Abend. Und das ist ja so ein Hardcover. Ich wusste auch, dass das ein Hardcover sein wird. Und ich wusste aber, das Buch kommt doch bestimmt nochmal so raus wie auch Kleopatra und Frankenstein in so einem schönen übergroßen Format. Und jetzt komme ich hier am Flughafen an. Und jetzt gibt's das hier. Und ich war so wie, das wäre echt bescheuert, das jetzt noch mitzunehmen als Leseexemplar und das andere nur für den Schrank zu behalten. Das wäre echt bescheuert. Das wäre wirklich bescheuert. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, dass das mein Lieblingsformat ist an Büchern und dass ich es irgendwie die ganze Zeit gerne hätte, damit es auch zu meinem Kleopatra und Frankenstein-Buch passt. Und ich aber auch wusste, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht mitnehme, dann werde ich immer in diesem Zwiespalt sein und denken, nee, du brauchst das ja nicht. Aber irgendwie hätte ich es gerne. Und irgendwann werden sie dann aufhören, dieses übergroße Format rauszubringen und nur noch das Kleine. Und dann würde ich mich irgendwann ärgern. Long story short, ich habe es mir gleich nochmal als Softcover gekauft. No comment, please. Genau, so, ich glaube, jetzt geht auch mal gleich Boarding los. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zu der Reise, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe auch echt keine Übersicht mehr, was ich in den letzten 5 Tagen alles so gequasselt habe und was ich vielleicht noch nicht gequasselt habe. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Solo-Trip. Ich habe das auch sehr genossen, keine Kompromisse eingehen zu müssen, sondern alles das zu machen, worauf nur ich Lust habe und auch den Tag so anzugehen, wie ich das möchte. Das war echt ganz cool. Also im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte mir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit gönnen können, um einfach mal zu chillen und zu lesen. Aber ich glaube, dann kommt immer gleich so diese FOMO auch so ein bisschen rein, wo man sich denkt, oh, ich bin aber auch in London und irgendwie will ich noch was sehen und so. Und ja, schön, dass ihr mich irgendwie auf dieser Reise begleitet habt. Also das fand ich
auch tatsächlich total positiv am Solo-Traveln, dass ich quasi durch das Vloggen wusste, dass ich das Ganze auch irgendwie festhalte und am Ende auch trotzdem mit anderen teilen werde, weil ich es halt die ganze Zeit auch filme. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Vlog oder die Vlogs, ich weiß noch gar nicht, ob das ein Video wird oder ob ich da zwei draus mache, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Reiseimpressionen gefallen haben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut!